Es dreht sich alles um Grillkäse. Und zwar genauer gesagt um 5 Grillkäse mit Kräutern. Die Preise reichen von knapp 2 Euro bis 2,50 Euro pro Packung. Wir testen mit Christian Sturm-Wilms, Sternekoch und Koch des Jahres 2013. Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und seit 20 Jahren Food-Expertin. Und Vanessa Meven. Für sie gehören Barbecue und Grillkäse zusammen. Mehr kann man aus Käse nicht machen, behauptet Hersteller Rougette. War oder einfach nur Käse? Der läuft wie so ein Camembert, läuft der weg. Ja, und die Gefahr ist dann einfach da, dass er schnell auf den heißen Grill läuft und einem das Ganze versaut und wir dann direkt Flammbildung haben. Die Konsistenz ist super, aber geschmacklich ist ein bisschen langweilig. Also es ist jetzt nicht besonders nach Käse oder nach Kräutern. Also nicht knusprig, nicht saftig, ein bisschen quietschig. Wenig Kräuter. Ich freue mich jetzt auf den nächsten. Der nächste ist der Grilltaler von Lidl. Top oder Flop? Das sieht ja schon irgendwie ganz cool aus, weil hier auch diese Grillmuster zu sehen sind. Der ist schon so ein bisschen grünlich überall. Also ich hoffe, das gibt eine Kräuterexplosion. Die Kräuter kommen schön durch. Er ist knusprig. Schmeckt wirklich so ein bisschen wie so ein Käse auf so einem Baguette. Super lecker. Und wie lecker ist der Grill- und Pfannenkäse von Gazi jetzt in unserer Blindverkostung? Was man hier auf jeden Fall hat, ein wunderschönes Grillmuster. Ja, der hat so ein paar Blasen geschlagen, ja, die auch dann noch so ein bisschen knusprig werden. Es kommt auch direkt so ein Kräuteraroma hier bei mir an. Das riecht. Aber geschmacklich ist das eine Sensation. Der Käse hat auch einen guten Eigengeschmack. Also das ist schon sehr, sehr lecker. Geschmacklich also finde ich es wirklich gut. Aber die Konsistenz ist mega krass. Unverschämt lecker, sagt Rücker über seinen Grill- und Backkäse. Was sagen unsere Tester? Da tropft schon so das Wasser raus. Vielleicht ist das eine Mogelpackung. Er ist halt absolut nicht knusprig. Er ist halt komplett nur warm. Ist ganz schön weich von der Körnung. Salzig, aber schmeckt weder nach Käse noch nach Kräutern. Also ist ein bisschen wie Salzwasser. Ich liebe salziges Essen, aber das ist heftig. Mit Grillkäse und Kräutern hat das nichts zu tun. Das ist einfach nur Wasser, Salz und Knofi. Nicht so. Bäh. Oder jetzt probieren unsere Tester den Grillkäse von Patros. So, jetzt haben wir den einzigsten Grillkäse, der eine mitgelieferte Aluschale dabei hat, wo man ihn grillen soll. Hier haben wir jetzt Fischfilet à la Bordelaise. Ja, da sieht man direkt, der bleibt auch nicht im Ganzen, der fällt auseinander. Oh. Meine Güte, echt, also krass. Boah. Der ist so salzig, dass man den kaum essen kann. Also ich muss sagen, so viel Bier kann ich beim Grillen gar nicht trinken, um den Durst zu löschen. Ne? Und so ist es eigentlich nur ein warmer Frischkäse, den man auf dem Teller hat. Welcher Grillkäse gehört denn nun auf den Rost? Die Favoriten unserer Tester. Mein Testsieger ist der Käse Nummer 2. Der hatte eine tolle, krosse Außenhaut mit Grillmuster. Und der war geschmacklich so wie so ein überbackener Gouda auf so einem Toast. Und das mag ich einfach gern. Mein Testsieger ist Grillkäse Nummer 3. Der Käse hat nach einem richtig vollen Käse geschmeckt. Kräuter waren mit drin. Der hatte eine richtig schöne Kruste, war knackig. Mein Testsieger ist Grillkäse Nummer 2, weil er für mich das perfekte Testergebnis hat. Er war braun, er hatte eine schöne Kruste, er war nicht zu salzig und hat komplett überzeugt. Unsere Tester meinen also, dieser Grillkäse ist reif für den Rost.